Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. Können wir machen. Kommen wir von hier? Ich schlag mit dem Stock zu. Ich habe meinen Speer ins Inventar getan. Okay. Das ist auch schlau. Ja. Hast du die Kanister hier schon aufgenommen? Ich habe andere Kanister genommen. Ich habe hier keine. Also bei mir stehen hier keine Kanister. Dann stehen die für mich hier. Okay. Ich habe glaube 4 Stück oder so aufgenommen. Ist noch ein Totem, das wir wegklatschen können? 3 Stück habe ich. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Also Steine tragen kann ich nicht mehr. Ich jetzt gerade wieder, weil ich ein paar verbraucht hatte. Hier hinten sind nochmal Stoffe und Totems. Wahnsinn. Gut, die Beeren schmecken nicht. Nee, weiße Beeren nicht. So. Hier kann man Sachen anziehen. Oh, ist das hier das Loch? Das kleine? Oder was ist das hier? Ne, wir sind am See. Eieiei. Und da drüben ist schon der Schnee, die Schneeregion. Ich bin hier lang gekrabbelt. Lurch, komm her. Lurchi, Lurchi. Komm her, ich will dich braten, du Hund. Der ist mir vorbeigelaufen. Da ich ist er. Nicht getroffen. Glaubst du das? Was war das jetzt? Hat mich irgendwas gebissen? Hat gerade Schaden gekriegt von irgendwas. Waren wir hier schon? Hier sind schon wieder Häuser. Sind die, oder? Wo wir waren gerade. Ach ja, hier ist unsere Absturzstelle. Alles klar. Ich gehe mal hier langsam den Felsen runter. Ne, ich laufe da nicht runter. Ich laufe da an der Seite runter. Ich sehe es, komm ich. Hier wäre Wasser. Mein Wasser in der Nähe haben ist gar nicht schlecht, wegen Trinken und so weiter, ne? Ach so, hast du einen Topf oder sowas gesehen da oben? Ne, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Oh, hier habe ich jede Menge Bäume für später. Ja, also wir sollten auf jeden Fall, wo viele Bäume sind und wo wir Wasser in der Nähe haben. Das sollte, glaube ich, danach sollten wir uns ein bisschen richten. Ich finde diesen See hier gar nicht so verkehrt. Hier ist, glaube ich, das offene Meer. Hier vorne. Ja, aber eine ziemlich blöde Stelle. Oh, schade. Ich hätte den Hasen fast gehabt. Guck mal eben, ob ich hier vielleicht schon ein, zwei Schildkröten finde. Ob hier überhaupt irgendwas los ist. Oh Gott, ich bin so schlau. Ich bin gerade im Wasser. Ah, ja gut, okay. Ich glaube, mittlerweile ist eh Pelle. Hier ist uncool. Hier ist nichts schön. Oh, doch, hier. Schildkröten. Ich bin so weit weg. Du siehst doch, ich sehe deinen Namen noch. Doch, ich hab dich, ich hab dich. Ich sehe dich. Na, dann kommt mal rausgekrabbelt, meine Freunde. Die kommen ja schon mal wie gerufen. Ich tauch zu einem Hasen. So, das Vögelchen habe ich auch. Wie viele Federn habe ich mittlerweile?
Drei. Ich brauche, glaube ich, fünf für Pfeile. Okay, ich habe eine Schildkröte. Gott, sind die Hasen schnell. Ja, die kriegst du, also ohne Pfeil und Bogen wird das verdammt schwer. Du kannst auch den Speer werfen, aber es ist Ja. nur so Sache mit dem Treffen. Richtig. Wo wir am Probieren waren, da habe ich zweimal einen Glückswurf gehabt, dass ich direkt bei den Typen in den Kopf getroffen habe. Eine Schildkröte. Schildkröte habe ich. Ja, töte vielleicht auch erstmal nur eine, glaube ich. Ich weiß Ja. nicht, wegen Respawn und so, da soll es ja angeblich so sein, wenn man es übertreibt, dass die sich nicht mehr Da ist eine Möwe. und so, Achtung. wenn du sie Ja. triffst. Jetzt fliegt sie weg, bis ich fertig Hinter bin. dir. Hinter dir ist auch eine. Nein. Nein, sagt er. Ein Hai. Ach, ein Hai. Ein Hai. Ja, kommst du nur nicht an. Pass auf, dass der dich nicht frisst. Ich habe schon gedacht, dass er denkt so was wie, komm mal näher. Ja, das hat er sich vielleicht auch gedacht. Gott, wie weit fliegt denn der Speer? Feder fliegt nicht weg. Die fliegt weg. Danke. Gib die Feder, gib die Feder. So. Und. Oh, was? Vorhin sind mir wieder über den Kopf vorbeigeflogen, mein Speer. So, damit kann ich mir die ersten Pfeile bauen. Nein, nicht ausrüsten. Oh, das ist immer falsch. So. Sind das denn jetzt Und damit Pfeile? die nächste Möwe. Pfeile 5 und ja. Sehr schön. Ich habe ein paar Stückchen Fleisch und ich habe Pfeile. Das mit dem Werfen ist so eine Sache. Jetzt pass auf. Ja, mach mir so einen Bogen. Aber wenn wir gleich erstmal ein Plätzchen gefunden haben, dann können wir uns auch Vogelhäuschen bauen und all so ein Kram. Du meintest eben, du hättest schon was Schönes gesehen? Ja, aber ich weiß nicht, ob das gut zu verteidigen ist. Glaub's eher nicht. Die Frage ist hier in die Richtung, wo die sind. Was ist da hinten? Wollen wir da mal hinlaufen? Alles Klippen. Obwohl, so eine Klippe bestimmt auch gut zu verteidigen. Ja, nur hier an der Stelle ein bisschen blöd, ne? Hier ist nichts großartig sonst. Mit Bäumen wird hier verdammt schwer. Die sind oben drüber, die kann man runterfallen lassen. Ja, das stimmt. Die einzige Frage, die ich mir noch stelle, wir wollen, also haben wir. Oh, okay, gehen wir eine Runde schwimmen. Naja, das kannst du vergessen. Oder? Probieren wir es da weiter in die Richtung. Nee. Zurück. Ist so eine Sache, gell? Also, aber wenn ich schon mal im Wasser bin, ne? Ich habe gerade nur ein bisschen Angst vorm Hai, aber die Insel da drüben interessiert mich schon. Wenn ich schon mal im Wasser bin. Kommt kein Hai, also ich tauche hinter dir. Okay. Zumindest jetzt kann noch kein Hai. Ja, wegen, du sagst wegen Verteidigung. Müssen wir denn irgendwas groß verteidigen? Sag mal, wenn es zu viel wird, gehen wir einfach in unser Haus, wenn es denn fertig ist.
Stimmt, die können es ja nicht abreißen. Genau, das haben wir halt ausgestellt, dass die unsere Häuser nicht abreißen können. Weil das ist mir die ganze Zeit passiert. Hier gar nichts. Überhaupt nichts. Vogel hinter dir. Okay. Wir können uns hier auch auf der Insel niederlassen. Kriegen wir nur kein Holz hin. Aber ich baue mal eben ein Feuerchen, damit wir was zu futtern haben. Muss mal gucken, wie man hier. Das ist doch rein durch das Buch vernünftig navigiert. Das geht nämlich im Moment nur mit den Schultertasten und dann Stück für Stück. Ich habe Fleisch durch vom Moment. Ja, habe ich auch. Ich habe zweimal, ich habe kleine Fleischstücke, die will ich mal draufhauen. Jetzt muss ich nur gucken, mit welcher Taste das. Ach, da. Das ist zweimal, dreimal. Ich schmeiß mir. Also ich habe mal drei kleine Fleischstückchen, die werden wahrscheinlich für mein Hüngerchen reichen. Ich habe aber auch noch zwei große, also wir haben auf jeden Fall was. Sieht man das? Ja, man. Seit wann ist der da ganz drauf? Das sind das nicht mal so ein Stückchen? Voll cool. Jetzt habe ich das große Stück gegessen. Verdammt. Da liegen aber noch zwei drin. Wenn hau sie dir schnell rein, bevor sie verbrennen. Sind sie schon fertig? Ja. Es ist, wenn du das Feuer anheizt, dann geht das alles ein bisschen schneller. Ja, das ist hart. Jetzt bin ich halb satt. Ja, fast ganz. Schade, dass man das. Also man sieht das sehr schlecht da drin. Welches ist. Das ist ja, gut. Dann schwimmen wir zurück, wa? Bevor es wieder Nacht wird. Ja, ich schaue noch, ob hier irgendwas, irgendwie Flaschen oder so rumliegen. Ich glaube nämlich nicht. Irgendwie, also die Insel ist tatsächlich nur Deko. Ich habe ja, hier auch erwartet, dass hier was Cooles vielleicht sein könnte. Kleine Steinchen gibt's hier, aber nein. Für die Zwille später. Ich weiß gar nicht, ob ich mir eine Zwille baue. Also, bauen kann man sie mal gucken, wie gut die überhaupt funktioniert, ne? Wäre ja auch also mal interessant. Ich habe mit Hasen gejagt. Erfolgreich. Okay. Ja, ich bin mittlerweile ja so leicht geübt im. Man kann besser zielen mit der. Du musst den Panzer noch mitnehmen, ne? Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Mir war Fleisch wichtiger erstmal. Okay. Den braucht man nämlich auf jeden Fall. So. Dann gehen wir mal. Was liegt dort? Hier liegen Flaschen. Eine zumindest. Alkohol. Oder ja. Deko. Alkohol. Ah. Gehen wir weiter an der Küste lang oder wieder ins Landesinnere? Ich würde ein bisschen ins Landesinnere hier mal auf die andere Seite vom Fluss rüber hüpfen. Vielleicht finden wir hier was Cooleres. Da war ich vor uns. Das fand ich gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, ob man ja, das verteidigen kann. Zeig mir mal, dann gucken wir uns das an. Direkt vor dir, weiter in die Richtung. Okay. Oh. Ihr Witter. Na, jetzt wissen wir das auch. Wobei ich habe jetzt nicht einen Fisch in dem Fluss gesehen, ne? Da wäre ja. Sollte man mal ein Speer wieder ausrüsten. Genau. Oh, hinter dir. Ja. Komm zu Papa. Leck mich doch, blöde Echse. Hier sind Rehe. Rehe. Cool, hier sind Häuser.
Und hier ist ein See. Und Blaubeeren. Und ganz viele von den ihren komischen Dingern stehen hier. Das ist gut, weil da kann man Stoff kriegen. Richtig.